Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession hier bei Anno 2070 mit einer neuen Tagesaufgabe. So, 12 Tonnen Kommunikatoren, eine Insel erkunden. Ja, das kriegen wir hin. Energieknappheit auf Sunset. Na, super. Warum das auf einmal eigentlich? War das das letzte Mal schon? Ich habe darauf nicht geachtet. Kann das sein? Seltsam. Aber okay, irgendwo werden wir doch nochmal eins hinbekommen mit einer relativ guten Abdeckung, hoffe ich doch. Ach komm, jetzt behalte ich das da hier mal dabei. Machen wir halt mal so einen Windpark. Na, wobei ich sehe gerade, das bringt rein gar nichts. Das bringt so überhaupt nichts. Nee, dann. Dann bleiben wir bei dem Altgewohnten und machen die doch etwas weiter auseinander. Mit 85% könnte ich wahrscheinlich sogar mehr lieben. 80% auch noch annehmbar. So, da kriege ich nichts mehr hin, aber es langt halt nicht. 75% war auch nicht jetzt das Beste. Es langt immer noch nicht. Heieiei. Es wird also Zeit, dass wir unsere Forschung endlich mal finalisieren. Dann können wir da unten auch wieder schön aufräumen. Bringt ja nichts. Okay. Uran, stimmt, genau, da war ja was. Das geht uns ja hier oben zu Neige. Und der kommt mal zurück. Wo sind denn die anderen Schiffe gerade? Der gammelt hier irgendwo rum mit. Jede Menge Eisenerz, warum auch immer. Und wo ist das dann? Das fährt gerade heim. Und das ist... Wäre ja eigentlich schon da. Ach nee, Werkzeuge. Genau, für die Bevölkerung. Damit wir hier endlich das Monument dann auch weiterbekommen. Die pushe ich gerade nochmal so. Gebäudeauswahl vergrößert. So, das hat eigentlich auch schon gelangt. Sehr schön. Werkzeuge langt es natürlich erstmal nicht. Von daher... Wird der Bau endlich kommen? Ja. So, jetzt haben die hier natürlich wieder ein Energieproblem. Ist ja auch mal ganz nice. So. Die Frage ist halt die, kriege ich hier noch einigermaßen gut ein Solarkraftwerk unter? Sieht nicht so aus. Dann begnügen wir uns ja, mit Offshore-Windrädern, würde ich fast sagen. Zwei Stück sollten langen. Bauen die aber dann schon mal so auf, dass die gute Abdeckung haben, ne? So eins müsste langen. Vorerst mindestens. Ja gut, komm, 99% ist auch noch grad und grad gut. Und da kriegen wir es schon gar nicht mehr hin, weil wir keine Werkzeuge mehr haben. Supi. So. Okay. Energieerzeugung, Solarkraftwerke. Können wir es, wir dürfen es endlich bauen. So, entwickeln 24 Minuten, das hört sich doch nach einem Plan an. Dann hätten wir zumindest schon mal eins abgeschlossen für die Arche. Ah, Produktion. Wenn wir da irgendwas Überproduktionsmäßiges entwickeln würden, wäre das ja immer nicht schlecht, dass wir sämtliche Produktionsgebäude zum Beispiel irgendwie... Die sind hier allerdings auch alle so ein bisschen einzeln, ne? So die allgemeine Produktion erhöhen, so um, weiß nicht, 4%, 5%, 10% wäre natürlich am tollsten. Spezialaktionen, ja, das sind ja nur solche Teile. Das brauche ich ja definitiv nicht. Abwehrgeschütze, Kontoren. Damit hätten wir dann sogar nochmal eine zusätzliche Transporteinheit. Verschlechterung der Ökobilanz. Plus 500, achso, plus 500 Trefferpunkte, 40 Lagerkapazität dazu, 500 Lagerkapazität, das wäre natürlich schon so ein bisschen imbar, ne? Na, so die allgemeine Produktion erhöhen oder die allgemeine Ökobilanz. Wobei, da ist natürlich noch sehr viel nicht erforscht, ne? Ja gut, da kommen noch die ganzen anderen Gebäude mit hinzu. Ozeanmarker und wie sie halt eben so alle heißen. Ich sollte aber irgendwas anklicken, würde Sinn machen.
Wir bleiben mal bei der Produktion, schauen, was dabei herauskommt. Vielleicht kommt noch was. Menschliches Versagen habe ich in diesem Fall nicht einkalkuliert. Ja, das ist auch sehr weise. Der will, dass wir nicht mit ihm handeln. Wir handeln, oder er handelt eh automatisch nicht mit uns. Von daher passt das dann eh. Und er wollte, ja, genau die 30 Tonnen 3D-Beamer für die ganzen Inseln. Also dafür kriegen wir einfach auch zu wenig Lizenzen, als dass sich das rentieren würde. Menschliche Inkonsequenz. Nö, nö, das war konsequent. Das war konsequent. Ich habe immerhin gesagt, weg mit dem Mist, ne? Mein Freund, so. Kümmern wir uns jetzt aber erstmal um die Werkzeuge, die wir benutzen. Och, Wahnsinn! Also das rentiert sich ja voll und ganz. Kohle haben wir bis zum Reißen. Eisenerz hätten wir jetzt auch. Eigentlich schon wieder sehr gut. Die Frage. Was machen die? Oh, Algen gehen uns aus. Das ist schlecht. Aber wie von denen... Na gut, wir hätten eigentlich genug da. Algen. Algen machen wir ja hier. Mitunter. Da hinten bitte gucken. 18. Die Frage ist... Warnung. Produktion gestoppt. Eine Eisenschmelze, die nichts mehr herstellt. Ah, wir sind auch auf der falschen Insel. Von daher. Aber die haben hier Eisenabbau, ne? Die haben das doch. Ja, 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 ja. Das passt. Okay, die müssen nur diese Insel hier beliefern damit. Nicht mehr und nicht weniger. Das wäre natürlich zu überlegen, wenn hier wieder das Eisen läuft, zu sagen, wir reißen hier das Ganze ab, machen nur noch den Kupfer und bringen das Kupfer auch noch hier rüber. Wobei, ich glaube, das Kupfer dürfte schon von der Unterwasserinsel jetzt mittlerweile langen. Dann könnten wir hier die ganzen Produktionspfad auch sparen. Was ich auch mal machen wollte, genau. Nee, jetzt erstmal das da hier. Das ist jetzt so ein bisschen wichtiger. Wobei, von den Algen her 30, das sieht ja jetzt schon wieder besser aus. Und wir kriegen hier unten auch nichts mehr unter, so dementsprechend. Und Energie sieht es ja auch gerade und gerade noch so einigermaßen gut aus. Plus 10 ist jetzt auch nicht mehr so die Welt. Gut, man könnte natürlich die Energiegeneratoren hier hinten noch rein verstauen und hier zwischen rein. Überall, wo halt so ein bisschen Lücken sind, wo nichts hinpasst. Dann könnte man hier nochmal eine Algenfarm hinbauen. Aber ich denke, das langt einfach mal so. Okay. Mein Überblick. Was würden wir hier kriegen? 55. Erstmal allgemein die ganzen Inseln abklappern. Da oben gucken. Da haben wir ja auch. Da haben wir noch nicht alles. Was gibt das da? 291 plus. Okay. Erstmal die Hauptinsel natürlich abchecken. Hier kauft uns ja der Feind gerne mal was ab. Okay. Und hier sieht es auch gut aus. Ja, dann... 200 plus, 291 plus. Anteil ist doch in Ordnung. Das kriegen wir auch relativ schnell wieder raus. So. Das war der Handel. Das war das da. Der lädt jetzt erstmal hier die das Eisen ab. Warum hatte der Eisen dabei? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. War das durch den Handel gekriegt? Das kann natürlich gut möglich sein. Die wollten 16 Tonnen. Komm, machen wir das doch einfach so. Gleich mal auf unendlich stellen. Und wo war denn die Insel? Die dort oben soll sein. Bitteschön. Na, da wird ja nicht viel drauf sein. Da geht nicht so. Ach, das ist nur die Flottille. Okay. Werkzeuge. Ja, wie kriegen wir das jetzt mal irgendwie mal in Gang, dass das da hier unten richtig läuft, ne? Verkraftet's mehr... Ja, es verkraftet auf alle Fälle mehr Schmelzen. Das Getreide würde ich gerne noch auslagern. Da müssen wir mal schauen, wo wir das hinkriegen. So, bei denen dürfen... Nee, das ist nur bei den Tycoons. Die Pharmazeutika. Und hier bei den Techs könnten wir jetzt ja dann auch die hier endlich bauen, ne? Ja, genau, müssen wir ja auch noch machen. Da brauchen sie auch noch Mais. Oh, da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Da
Das ist halt echt enorm, was die hier für diese Bionikfabrik brauchen. So, das ist erfolgreich. Da können wir uns ja aber Zeit lassen. Erstmal geht es jetzt darum, Eisen einzuschmelzen. Das in Massen. Wir könnten die aber auch hier unten hinsetzen. Machen wir das nochmal so, 3 Stück? Registriere Energieknappheit. Ja, das mit der Energieknappheit ist so ein bisschen nervig. Okay. Sollte sich aber bald erledigen, sobald wir auf alle Fälle das Upgrade haben für die Solarzellen hier, ne? Auf der anderen Seite, man könnte hier nochmal so eins aufbauen. Macht das Sinn? Dann könnte man ein paar Offshore-Kraftwerke auf alle Fälle mal abreißen. Außer ich mache natürlich das Ding noch für die Offshore-Kraftwerke. So, das hat ja enorm viel Platz gebraucht, immer. So knapp die Hälfte müsste frei bleiben. Dann kriegen wir das gut hin. Und knapp die Hälfte von dem Gebäude. Wow, wow. Na gut, komm, wir probieren es einfach mal aus und haben wir damit zumindest schon mal keine Probleme mehr. Das wird auch nicht hübsch aufgebaut, das wird einfach nur zweckmäßig aufgebaut. Der Zweck heiligt immerhin die Mittel. Zumindest hier. Na. Gut, machen wir das mal so. Nachricht an Ihren Mandanten. So, sehr schön. Jetzt haben wir genug Energie. Das bedeutet, alles, was so ein bisschen, ja, weniger Energie erzeugt, können wir wegschmeißen. Dadurch machen wir mehr. Nein, machen wir ja dann Gewinnenergie technisch gesehen, wenn die sich nicht mehr so hart überschneiden. So, 75%. Aber wenn die wieder auf 100% laufen, soll mir das recht sein. Gut, mehr würde ich jetzt allerdings nicht abreißen, weil wir werden eh wieder das Problem haben, dass wir dann zu wenig Energie haben. So. Werkzeuge. Jetzt hole ich trotz alledem mal, was da ist. Ist ja nicht gerade viel. Und was haben wir jetzt eigentlich für die letzte Stufe gebraucht? Stahlträger, ne? Ihre Logistik versagt. Wird dieser Bau nie fertig. Ja, passt schon. Stahlträger hätten wir genug, wenn die Leute nicht weiter aufsteigen. Aber sieht schlecht aus, da werden noch Leute aufsteigen. Okay, das Schiff bitte. Na, das kann ja noch lustig werden. Ach, da brennt's, aber die Feuerwehr ist schon im Einsatz. Das ist doch sehr gut. So, mal allgemein schauen, wie es den Leuten wieder geht. Da geht schon wieder was runter. Warnung. Produktion. Wir haben das Paradies auf Erden erschaffen, mit deiner Hilfe. Ja, passt schon. So, woran liegt's denn mal wieder? Milch. Schlecht. Sehr schlecht sogar. Ausgerechnet Milch. Das ist ja nicht einfach produziert, ne? Beziehungsweise schon einfach produziert, aber es braucht halt viel Platz. Ja, Die Frage ist, kriegen wir die dort oben hin oder irgendwo anders, da wo Platz ist? Hier unten vielleicht? Also das mit der Milch ist nicht so tolle. Muss ich schon sagen. Mal gucken, ob wir die da hinten reinkriegen. Ich bezweifle es einfach sehr stark. So, die 2 Türme dort hinten. Wir müssten 1 zurück und dann geht es sich nämlich nicht aus. Feuergefahr eliminiert. Da auch nicht. So, erst recht nicht. Da würden sie sich super machen. Nee, oder? Doch, man hätte nach hinten raus noch Platz. Das sind 2 Felder frei. Und schon sieht es wieder schlecht aus, muss ich sagen. Schon sieht es wieder schlecht aus.
Wenn wir die Straße weglassen, würde auch noch eins trotz alledem fehlen. Würde es also immer noch nicht passen. Und so erst recht nicht. Milch, 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 Milch. Wie kriege ich aber das hin? Das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Gut, wir könnten hier noch mal ein bisschen entgegensteuern vorerst. Aber das war es auch schon mit entgegensteuern. Die Frage ist, brauchen wir das ganze Mais? Wie viel Mais haben wir denn hier auf Lager? 3, okay. Ich glaube, meine Frage hat sich gerade schon erledigt. Okay. Eine Reihe Mais mal rauslöschen. Machen wir das mal. Und stattdessen holen wir uns Kühe. Ja. Komm, nicht lang überlegen, einfach ausprobieren. Ich meine, was anderes wird mir eh nicht übrig bleiben. Es war ja nur eins zurück. Ja, es war nur eins zurück. Sehr schön. Also was anderes wird eh nicht übrig bleiben. Es nutzt ja nichts. Und Mais haben wir ja offensichtlich mehr als nur genug. Das sollte passen. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal entgegensteuern entsprechend. Ja, dann bräuchte man halt eine eigene Mais. Na, eine eigene... Ich müsste mal gucken, was die Tycoons brauchen. Vielleicht macht das doch noch Sinn. Eine eigene Maisinsel zu machen. Auch wenn es ein bisschen arg übertrieben wäre. Jetzt haben wir hier natürlich ein riesen Loch drin, was man mit nichts... So würde ich das nicht sagen. Moment mal. Die Dinger sind... 2, 4, 5. Wer hat Interesse, beim alten Trenchcoat ein paar Geschäfte zu machen? 5. Wenn wir die unten entsprechend anpassen. Wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn wir die unten entsprechend anpassen, müsste es sogar gehen. Nee, also so natürlich nicht. Verbauen ist immer blöde. Beim Trenchcoat verkaufen wir gleich mal unseren Uran. Genau. Die verlagern wir dann einfach alle eins nach drüben. Und schon kriegen wir die beiden Farmen einfach unter. So. Sehr schön. Genau. Und dann bauen wir hier oben nur noch eine Straße. So und so. Und es sieht einigermaßen okay aus. Es ist einigermaßen akzeptabel. Setzen wir gleich mal alles voll mit Straßen. Vom Mais her sollte es aber langen. Wir machen eh mehr als wirklich genug. Okay. Gefällt mir vorerst. Werkzeuge ist das nächste Problem. Das ist eingedämmt. Okay. Fischerei. Ja gut, das passt alles. So. Dann, das dürfen wir auch schon bauen. Sehr schön. Das kostet einen Haufen Zeugs. Das machen wir natürlich nicht hier auf dieser Insel. Das werden wir natürlich hier auf dieser Insel aufbauen. Was kostet denn das Teil eigentlich an Energie? Nicht so viel, aber minus 500 Bilanz. Also das wird dann auch wieder abgerissen, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Jetzt erstmal wichtig, dass hier unsere Leute wieder glücklich werden, weil das ist ja unter aller Sau, das geht ja eh nicht. Wie sieht's denn allgemein hier unten aus? Da schaue ich ja mal gerne nach. Ach, jetzt weiß ich, warum die Dinger natürlich, können die hier überhaupt aufsteigen?
Haben die genügend Werkzeuge? Ja, nichts mehr. Weil derzeit ist der Erlass drinnen. Ich nenne das jetzt einfach mal. Ja, Ruhe. Weil der Erlass ist drinnen, dass die. Kulturmagazin bringt einen Beitrag über unsere Konzerthalle. Warum klicke ich. Tolle Akustik zieht anscheinend viele Leute an. Ja, sehr schön. Warum klicke ich da eigentlich hin, wenn ich meine Ruhe haben will, was erzählen möchte? Ich habe den Erlass rausgebracht oder gemacht, dass die Ingenieure höhere Aufstiegsrechte haben. Also sprich, wir haben jetzt hier gerade ein bisschen Bevölkerungswachstum noch dazu bekommen. Könnte auch daran. Ah, nee, die Milch muss uns vorher schon ausgegangen sein. Zu spät mal nachgeschaut. Hätte ich in der letzten Aufnahmesession mal machen sollen. So, auf alle Fälle. Biokost sieht's gut aus. Kommunikatoren sieht's gut aus. Fischtee sieht's ebenfalls sehr gut aus. Pastagerichte gut. Ja, gut, okay. Einigermaßen. Lass ich mal so gelten. Jein. Ja, sieht's auch gut aus. Und da haben wir nichts. Sehr schön. Gefällt mir. Dann. Das ist immer noch alles am Maximum.